Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Guten Abend und herzlich willkommen. Mit dabei für den Sport Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind die wichtigsten Themen heute. Schwere Explosion in Leverkusen. Ein Mensch stirbt, 4 weitere werden vermisst in einem der größten Chemieparks in Europa. Debatte über Verschärfung für Reiserückkehrer. Der Gesundheitsminister will die Testpflicht deutlich ausweiten. Erste Goldmedaillen für Deutschland. Die Kanutin Ricarda Funk und die Dressur-Equipe der Frauen holen die ersehnten Olympiasiege. Das Heute-Journal sehen Sie um 21.45 Uhr mit Bettina Schausten. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter.